Offizier, ein Transportschiff verlässt die Basis. Ich weiß. Sie wollen Sepho-Artefakte nach Coruscant bringen. Was heißt das? Dass der Imperator an Sepho interessiert ist? Möglich. Alter. Das ist so geil. Oh, ein Sturmtrupplerhelm. Ne, wobei, das ist ein Klonkriegerhelm, ne? Das ist kein Sturmtruppler. Doch. Ist ein Sturmtruppler. Okay. Komm ich hier rein? Ich frage mich, was wohl aus uns wird. Mach dir keine Sorgen. Wir sind nicht diejenigen, die Probleme haben. Okay, da komme ich noch nicht weiter. Na gut. Dann zurück in die andere Richtung, würde ich sagen. Meditieren. Ich habe zwar nicht wirklich viele Leben verloren, aber speichern schadet ja nicht, ne? So. Oh lol, die stimmt ja, die leben wieder. Aber okay, wir gehen erstmal in die Richtung hier. Oh Gott. Ich finde schon eine Lücke. Das ist unmöglich. Du findest überhaupt keine Lücke. Na, wobei, eine Lücke hat er wohl gefunden, weil ich habe einmal Schaden gekriegt. So, was haben wir hier? Schwerer Angriffstruppler. Abgeschirmte schwere Langstreckenwaffe mit hoher Feuerrate, die zahlreiche Treffer einstecken kann. Das ist so cool, ich liebe es. Okay. Oh, yo. Ach, da unten bin ich noch nicht hingegangen, ne? Ist hier irgendwas, was ich noch nicht angeguckt habe? Ich glaube schon, dass ich dich kriege. Sorry, Kollege. Muss kurz vorbei. Hab hier hinten Business. So, wo geht's hier hin? Oh, guck mal da. Scomp-Anschluss muss für die Bedienung dieses Geräts repariert werden. Scomp-Anschluss. Bin gespannt, wie sie wachsen. Wo kriege ich denn diesen Scomp-Anschluss her? Da waren jetzt schon 3 oder 4 Sachen, wo ich irgendeinen scheiß Scomp-Anschluss für gebraucht hätte. Wo kriege ich den her? Hey. Ich liebe es. Der Roboter ist so genial. Neue Lichtschwerthülse erhalten. Macht das Lichtschwert damit auch mehr Schaden? Ach guck mal, da unten war ich gerade, ne? Da ist das Schiff weggeflogen. Ah, es ergibt alles Sinn langsam hier. Okay. Gehen wir hier lang. Guck mal, da drinnen sind welche. Yo. Okay, gibt es hier irgendwas, was ich entdecken kann? Nein? Schade. Nein. Oh. Komme ich da nicht rein? Ah, ist ja frech. Okay. Und hier? Schneiden. Ah, okay. Und da unten war ich gerade. Ich glaube, der hat Bock auf mich, der Typ. Aua, Alter. Was soll der Scheiß? Yo! Als ob so ein Tier sich einfach da ausgrabt und mich angreift, ey. Das ist doch frech alles hier. Wieso kann ich denn nicht werfen? Wieso kann ich mein scheiß Lichtschwert nicht auf den drauf werfen? Das würde alles so viel vereinfachen. Okay. Ja, das ist zumindest jetzt wieder da. Gut.
Ah, komm her. Du bist schnell, schön für dich. Ich bin mehr als schnell, Digga. Ich werde dich ausschalten. Wie wär's mit Nein? Okay. Was ist hier? Hier brauche ich auch einen Scomp-Anschluss, ne? Natürlich brauche ich hier auch einen Scomp-Anschluss. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Also wir müssen diesen scheiß Scomp-Anschluss irgendwo herkriegen. Woher? Weiß ich nicht. Okay, kann ich ihn hier verlangsamen? Ich hab's im Griff. Vielleicht. Okay. Digga. Geht doch, ey. Scannen. Was soll ich denn jetzt hier scannen? Hä, den haben wir doch schon mal gescannt, oder bin ich doof? Raketentruppler. Mit der Macht kannst du Projektile beeinflussen und ablenken. Truppler landen nach dem Feuer nach, laden nach dem Feuer nach, nutze diese Zeit und den Abstand zu ihnen verringern. Okay, ja. Echt? Wie vom Imperator gewünscht, haben wir Sepho besetzt und die Bewohner umverteilt. Der Planet hat bislang keine signifikanten Daten oder Relikte für Projekt Bora gebracht. Seine elektromagnetischen Winde haben den Großteil unserer Bergbaumaschinen lahmgelegt. Gleichzeitig fallen immer mehr Truppler der gefährlichen Fauna zum Opfer. Wir werden unseren Auftrag hier nicht erfüllen können. Ich empfehle daher, das Projekt abzubrechen und nur einen Außenposten zurückzulassen, um unsere Technologie vor Plünderern zu schützen. Okay. Können die Fauna nicht abhalten. Na gut, die Fauna war jetzt hier nicht so schlimm wie auf dem Bonga oder wie auch immer der andere Planet hieß. Finde ich. Sie wollen nicht, dass Plünderer die Technik oder die Technologie stehlen. Ja, nur gut, ich meine. Oh, hi. Weiter Druck machen! Trefft ihn endlich! Ich seh nix! Komm schon, wehr dich! Steh auf und kämpfe! Junge! Wirf ihn her! Viel zu knapp! Belastend, wie man hier auf die Fresse kriegt die ganze Zeit. Das BD1. Neuer Lichtschwertschalter erhalten. Oh Gott, okay. Hä, wo? Oh Gott, nein! Oh. Alter, ey. Okay, da komme ich nicht durch. Ich liebe diesen kleinen Roboter. Okay. Kurz den anhalten. Mich hier hoch? Nein. Okay, kurz zurück. Muss ich dem irgendwie rausfolgen hier? Wo soll ich denn hier hin? Mich hier drauf? Nee. Hä? Nee, da geht's auch nicht weiter. Hä, wo soll ich denn hier lang? Okay. Bin ich hier irgendwo hoch oder so? Ich check nicht, wo ich hin soll. Okay, man muss irgendwie da nach oben kommen, aber wie?
Wie soll ich da hoch? Warte. Oh, warte, warte, warte. Ist das die Lösung? Oh, fuck you. Oh. Okay, warte, so und dann... Nein! Ja! Okay, ich... Das war schwieriger, als es hätte sein müssen. Oh, Alter, ey. Fähigkeitenbaum. Wieso war das gerade so schwierig für mich, das zu verstehen, was ich da machen soll? Okay. Ausweichen und dann zuschlagen. Okay. Okay. Okay, das mit dem Ausweichen und Zuschlagen funktioniert mal gar nicht. Digga! Lass mich doch heilen! Oh, wieso ist das so schwer, Junge? Das geht voll nicht, ey. Das geht einfach nicht. Ich drücke ausweichen und dann direkt danach schlagen. Oder muss ich gleichzeitig? Wie soll ich denn die beiden Tasten... Die beiden da gleichzeitig drücken? Das geht doch gar nicht, oder? So? Ah, ganz ehrlich, Alter. Was ist das denn? Ja. Nur noch ich übrig? Das wirst du bereuen. Jemand anderes soll ihn helfen. Passt auf euch auf. Oh, er zittert. Einer muss ihn erledigen. Wir müssen dranbleiben! Vorwärts! Sie können nicht besser sein als ich! Okay. Wusa. Komm wieder her! Irgendwas Brauchbares? Naja, Mantislack. Yo, schwarz. Schwarz-Gold-Weiß. Ah, keine Ahnung, konnte man gerade die Vorschau nicht sehen dazu. Oh Gott. Oh Gott, okay. Okay. Manchmal ist das mit dem in der Luft kontrollieren echt schwierig, finde ich. Also die Controls sind manchmal ein bisschen sehr clunky, aber. Bis jetzt kriegt man es ja zumindest noch ein paar Versuchen hin. Was wissen Sie? Oh, what the fuck. Cordova. Ich glaube, die wissen nicht, dass er hier war. Dann sind wir im Vorteil. Noch. Okay. Das sieht doch nach einem Geheimnis aus. Oh ja. Das sieht mir aus wie ein Bacta-Ding, wie so ein Stim-Teil, oder? Nee, verlache. Belastend. Zeitverschwendung. Was hat Crane vor? Unmöglich, dass hier drin was Nützliches ist. Fragwürdige Verwendung. Imperialer Behälter, mit dem viele im Zuge von gefrorenen Artefakte abtransportiert wurden. Die Arbeiter haben am
Wer hat einige Objekte gezweifelt? Na gut. Das ist jetzt hier wieder so ein labyrinthmäßiges Ding, hä? Oh. Wo kam der denn jetzt her? Die kommen ja aus diesen Löchern rausgekrochen oder was? Untersuchen. Das ist interessant. Wir sind hier richtig. So geil, wie man im Hintergrund immer die TIE Fighter langfliegen hört. Okay, ich bin hier richtig. Was soll ich denn hier machen? Ah lol, da lang. Geil. Dafür habe ich wahrscheinlich wieder nicht genug Macht am Start, oder? Naja. Okay. Yo. Vor uns ist ein Sturm. Er hat die Ausrüstung des Imperiums langgelegt. Etwas zieht mich dorthin. Nicht nur der Sturm. Geh dem nach. Lass die Macht. Voll die Riesenziege. Na gut. Ich gebe mein Bestes. Jo, als ob ich jetzt hier gegen so drei von diesen riesen Ziegen da kämpfen muss. Vier. Jo, okay. Wahrscheinlich gute Idee. Okay, da komme ich noch nicht ran, aber hier kann ich auch untersuchen. Da ist noch so ein Ding. Sind die verbunden? Das ist eine gute Frage, Kollege. Kann ich die vielleicht einzeln? Mehrere von denen auf einmal wäre wahrscheinlich ungeil. Okay. Nein, er hängt an der Ziege fest. Alter Vater. Okay. Ziegen sind nicht ohne so. Was haben wir hier? Alter, wie kommt der da durch? Jo, da ist noch so eine Kugel. So einen Sturm habe ich noch nie gesehen. Ja, unglaublich. Oh lol.